Anfang November, wenn alle Feldarbeiten erledigt waren, begann man auf dem Hunsrück mit der Verarbeitung der Flachsernte. Wie hier in Hasselbach schallte dann weithin das Geklapper der hölzernen Flachsbrechen. Die Brechkaulen mit den Feuergruben zum Darren der Pflanzenhalme, die man mit den aufgespannten Warntüchern der Erntewagen gegen Wind schützte, lagen stets an den Wegreihen vor dem Ortsrand. Meist waren es Gemeinschaftsanlagen, die von mehreren Familien unterhalten und genutzt wurden. Auf der windabgekehrten Seite steht der Ackerwagen mit dem Rohflachs, den man nach dem Rätsen auf der Wiese am Dorfbach mit Rechen zusammengescharrt und zu dicken Bürgen oder Garben gebunden hat. Der mit den Planen abgeschirmte Platz für die Flachsbearbeitung erstreckt sich über eine Länge von 20 Metern an einem Feldweg entlang. In der Mitte ragt das Mauerwerk der rechteckigen Röstgrube hervor. Dahinter sind die Brechladen aufgestellt und rechts am Rande des Platzes werden die gewonnenen Fasern versorgt. Am entgegengesetzten Ende, gut 8 Meter von der Röstgrube entfernt, liegt die Feuerung, die mit Schanzenknüppeln geheizt wird. Sie ist mit einem Feldsteingewölbe so angelegt, dass die erhitzte Luft durch einen unterirdischen Kanal in die Grube gelangt. Damit das Feuer vom Wind nicht zu stark angefacht wird, reichen die Planen bis hierher. Das ist ja so warm, Loh. Da wird ja dauernd trauen. Ja, der kleine Wie hat ja Feuer genug. Ja, du machst ein bisschen weniger, der wird ja ganz braun. Ja, also braun schnitt sich her. Die Flachshalme, die auf dem eisernen Rost der Grube darren sollen, erhitzen sich so stark, dass sie durch Funkenflug leicht Feuer fangen. Darum müssen sie ständig bewegt werden. Solange sie warm sind, lassen sich die holzigen Teile der Stängel auf den Brechen am besten zerschlagen. Für die Mitglieder der drei Familien, die hier die Arbeit in der Brechkaul gemeinsam verrichten, ist dies eine Gelegenheit zu heiterer Unterhaltung und Neckerei. Die rohen Fasern, die man Schleißen nennt, werden strangweise zu Zöpfen gedreht. Die Hell willst du auch ja. Hin, warum? Ja, weißt du, das ist nee. Ein altes, schönes Mädchen. Na? No? War doch nicht. Da ist doch eine Frau. Willst du das sicher bei dir? Sag mal. Hm? Junger Karl, Schmied. Ja. Kennst du das? Dann, das ist Geld für den Mann. Da habe ich gelesen. Und da habe ich gesagt, Vater, was machen wir denn? Ach, da hat er schon drauf gelesen, gelacht, ja, die Junge an der Schicksal spricht. In Hasselbach, wie auch sonst auf dem Hunsrück, wurde noch während des letzten Krieges alljährlich Flachs angebaut. Die mühevolle Verarbeitung hatte man hier jedoch damals bereits aufgegeben. Obwohl man diese 1,80 Meter mal 3 Meter große Brechkaul Anfang der 30er Jahre gebaut hatte, wurden die Flachsernten ab 1939 nach Talfang bei Hermeskeil gebracht, wo eine gewerbliche Großrösterei bestand. Ich finde schon, dass wir es heute noch verbrennen lassen. Wenn der Flachs nicht ja dabei gestellt hat, der so groß wird. Kettle, ich meine, das wäre gut. Ja, komm, wir tun. Wir tun. Wende, hopp. Naja, ich meine, auch der Mieter mal wende. Die ganze Frau. Der letzte Mal, der letzte Mal. Was aber ganz heiß ein bisschen meckere. Ja, schön, schön. Redlich, komm, komm, der letzte Mal. Ja, ja, gut, gut. Hey. Na, gib mir auch mal. Ja, und der Hartmut, Genoss, da du das Läufer spitzen mal auch von dem Ding. Der scharf gedarrte Flachs wird den Männern an den Brechladen
Havelweise angereicht. Ein Havel gilt als Maß für die Menge von Halmen, die mit Daumen und Zeigefinger umspannt werden kann. Sie ergibt die für alle weiteren Arbeiten richtige Stärke des Faserstrangs, wenn die auf der Reetswiese angerotteten und durch Erhitzen leicht brüchigen Stängel gebrecht, das heißt zerschlagen und abgesplittert sind. Auf dem Boden sammeln sich die holzigen Abfälle, die man als Grannen bezeichnet. In den Großröstereien wurden die Brechladen, die der Dorfstellmacher aus Buchenholz herstellte, von Brechmaschinen mit geriffelten Eisenwalzen abgelöst. Die Flachsbrechen, deren Betätigung Geschicklichkeit und Kraft erfordert, werden von den jungen Männern bedient, während sich die Älteren um die Faserstränge kümmern. Wenn ein frisches Bündel quer über die spitzkantigen Leisten der Unterlade gelegt und mit dem Ladendeckel geschlagen wird, splittern die holzigen Grannen ab. Was in den freigelegten Fasern hängen bleibt, wird herausgeschüttelt. Genauso wie die oberen schlank auslaufenden Stängelteile müssen auch die dickeren Wurzelenden bearbeitet werden. Beim Flachsbrechen kommt es darauf an, den Bast möglichst in ganzer Länge zu lösen. Hast du noch Flachs? Den vier Leisten des Untergestells entsprechen drei gleichartig geformte Holzrippen im beweglichen Teil der Lade. Sie greifen beim Absenken in die Zwischenräume, wobei die Flachsstängel mehrfach scharf geknickt werden. Die Männer achten darauf, dass nacheinander alle Partien zwischen die Brechleisten gelangen. Ein halbmondförmiger Klotz am Griff der Breche verstärkt die Wirkung der Schläge, sodass die freigelegten Bastfasern erheblich gezerrt werden. Sie sitzen außen auf den hohlen Flachshalmen. Ein einfaches Holzscharnier am hinteren Ende ermöglicht die auf- und zuklappende Bewegung des Ladendeckels. Die drei Männer an den Brechen haben vollauf zu tun, den gedarrten Flachs, so wie er vom Feuerrost kommt, wegzuarbeiten. Der gebrechte Schleißflachs, der in Strängen weitergereicht wird, besteht aus den Rohfasern, die in weiteren Arbeitsprozessen zu webfähigem Garn veredelt werden. Er ist noch bastartig rau und von Grannen durchsetzt. Außerdem sind die Schleißen, die wirr durcheinander liegen, vorerst ungeteilt und unterschiedlich lang. In den Zöpfen oder Docken werden die Faserstränge für die später daheim anschließende Bearbeitung zusammengehalten. Damit sich die Zöpfe nicht öffnen, werden die beiden dünnen Enden verknotet. Die Stränge werden von der Mitte aus in zwei Strähnen
fest umeinander gedreht. Die Familien, die gemeinsam eine Brechkaul betrieben, teilten die Arbeiten untereinander auf, sodass niemand zu kurz kam. Wenn sich der Abfall an Flachsstroh häuft, wird er zur Feuerung gebracht. In Hasselbach gab es nach den Berichten 7 solcher Brechkaulen, in denen vor Anfang des Winters ein geschäftiges Treiben herrschte. Die meisten lagen am Weg nach Bell und in der Nähe des Mühlenweihers. Von den Familien, die sich zusammengetan hatten, wurden alle benötigten Utensilien wie Brennholz, lange Stangen, Wagenplanen und Wasserbehälter gemeinsam gestellt und herbeigeschafft. Dazu gehörte auch der Schnaps, mit dem man sich von Zeit zu Zeit aufwärmte. In jedem Bauernbetrieb war eine Flachsbreche vorhanden, die man mit hinausnahm. Um die aus Leinen gewebten 6 Meter langen und 3 Meter breiten Wagenplanen aufspannen zu können, wurden auf der Wetterseite Stangen aufgestellt. In manchen Hunsrückdörfern gab es Gemeindebrechkaulen im Besitz der Bürgermeisterei. Die Nutzungsberechtigung wurde dann tageweise unter den Einwohnern verlost. Auch hier taten sich in der Regel mehrere Familien zusammen. Der Betrieb lief genauso ab wie hier an der Hasselbacher Gesellschaftsanlage. Da es sich um die letzte erhaltene Brechkaul handelt, die aufgefunden werden konnte, ergab sich hier die Möglichkeit zur Dokumentation des Arbeitsgangs. Bei der Darrgrube hat man vorsorglich Wasser bereitgestellt. Anstatt des Rostes aus Eisenstangen benutzte man früher vielfach hölzerne Hurden, die leicht in Flammen aufgingen. Die Brandgefahr war bei den älteren Anlagen besonders groß, wenn sich die Feuerung direkt unter dem Rost befand. Alter, du hast aber einen Hitzel, oh mein Gott! Mach euch mein gleich Hasten anbrennen lassen. Ja, weißt du, wenn der gut gerät ist, dann tut er dich viel besser hin. Hi, Mann. Auch die Kuhlen mit einem unterirdischen Feuerkanal mussten behutsam geheizt werden. Feuer am Rücken. Ja, ja! Hugo! Siehst du? Hugo! Siehst du, ich hab's ja gewusst. Wenn die trockenen Flachshalme Feuer fangen, muss schnell gehandelt werden, um größeren Schaden zu verhindern. Oh, so viel war es. Ich meine, wie der Walter gesagt hat, so langsam machen wir den Fahrer. Ja, ja, Mensch, Huber, da kommt so ein Windstoß, da bist du mal. Aber bist du, weißt du, so langsam bei, da musst du das wissen. Ja, da musst du das wissen. Mal so alt ist, darf das nicht passieren. Die gelungene Löschaktion ist eine willkommene Gelegenheit, die Arbeit zu unterbrechen. Die Flasche machen wir leer.
Die Flasch machen wir leer. Der Anbau und die Verarbeitung des Flachses hat sich im Rheinland am längsten auf dem Hunsrück gehalten. Gegenüber dem Brabanter Flachs zum Beispiel, von dem es hieß, dass er viel pfundet, aber wenig tuchet, zeichnet sich das hiesige Textilgewächs durch eine sehr zähe und feine Faser aus, die sich zu ergiebigem Garn verarbeiten ließ. So, machen wir mal hin. Machen wir hin. Auch der Sack, in dem die Rohfaserzöpfe verstaut werden, ist aus selbstgesponnenem Leinen gewebt. War ein schöner Erde, so. Ja. Ich meine, das hat jetzt ja gute Erkenntnis. In einigen Hunsrückdörfern wurde die Heimweberei bis Anfang der 50er Jahre betrieben. Dabei verarbeitete man allerdings Garnvorräte aus der Zeit vor dem Krieg. So ist es erklärlich, dass es mancherorts, wie zum Beispiel hier in Hasselbach, noch Personen gab, die mit allen Arbeiten der Flachskultur und der Flachsverarbeitung bestens vertraut waren. Nachschub. Viele Familien hatten die Geräte verwahrt, die sie nach Beendigung der Filmaufnahmen an das Freilichtmuseum in Sobernheim gaben. Auch die Brechkaul wurde dorthin übertragen und originalgetreu wieder aufgebaut. Zur Veranschaulichung soll sie hier später gelegentlich in Betrieb genommen werden. In Hasselbach galt die Redensart, je besser gebrecht, umso leichter geschwungen. Damit ist die Arbeit zur textilen Veredelung der Faser angesprochen, die man bald nach dem Flachsbrechen daheim vornahm. Aus dem Jahresertrag mussten die Fasern zur häuslichen Versorgung mit Textilien gewonnen werden. Wenn die groben Bastfasern der holzigen Flachshalme in einem ersten Arbeitsgang mit Hilfe der schweren Brechladen freigelegt, zu Zöpfen geflochten und heimgebracht waren, kamen in Hasselbach die Mitglieder der beteiligten Familien zum Flachsschwingen zusammen. Am Niederrhein hatte man für diese Verrichtung mit dem sogenannten Schwinges meist einen heizbaren Raum beim Backhaus im Baumgarten. Auf dem Hunsrück richtete man sich zum Flachsschwingen auf der Scheunentenne ein. Der Bauer, der hier Futterrüben hineinträgt, betritt sie durch den hinteren Eingang. Beim Schwingen leisten die Männer die Hilfsarbeit. Was ist mein, das wäre ein bisschen dick. Sie reichen den Frauen den aufgeknüpften und ausgeschüttelten Schleißflachs aus der Brechkaul an. Die reichlich anfallenden Schwingabfälle werden als Hotschen bezeichnet.
Die verbleibenden Fasern ergeben den Schwingflachs, der wiederum zu Zöpfen zusammengewunden wird. Was hast du schon dieses Jahr schön geworden? Das lädt ja an aus. Ja, aber das ist schön geschwungen. Ist schon nicht immer so lang wie. Ha. Aber schön geschwungen haben sie, das muss man los. Ja, ja, ja. Da verleihe ich ja Holz genug. Ja, ja. Ich hätte auch mal gerade viel Geld erbauen. Ja. Mutter, die Milch verzahlen, ist man zehner, wenn die Milch wankommen. Ja. Zum Schutz gegen Kälte ist das Scheunentor mit Strohballen zugestellt und auf der rückwärtigen Seite hat man eine Wagenplane aufgehängt, die den Raum wärmewirksam verkleinert. Sie hält auch den Durchzug ab. Schwingen heißt, den Flachs mit Schlägen traktieren, die mit einem dünnen, scharfkantigen Brett ausgeführt werden. Das ist der ganze Eckler abgebrochen. Wenn die Zöpfe der Rohstränge aufgedreht sind, hängen die Fasern lockig herab. Um die Arbeit der Frauen zu erleichtern, werden sie auseinandergezupft und ausgeschüttelt. In den Strängen sind vom Flachsbrechen viele holzige Grannen verblieben, die sich in den Faserbüscheln verhakt haben. Na, hier ein schöner Zopf. Ja, das ist unerschütterbar. Die Splitter müssen so gründlich entfernt werden, dass sich die fertig geschwungenen Flachszöpfe weich und haarig anfühlen. Ja, Christa. Ja, wir auch hier waschen können. Wegen des feinen Staubs, der beim Schwingen entsteht, kann man die Arbeiten nicht in der Wohnung ausführen. Da ist aber doch ein Dreck. Jetzt haben wir ein bisschen Essen, dass wir dann um die beim Flachsbrechen noch nicht gelösten Grannen wirkungsvoll herausschlagen zu können, wird der Faserstrang über den brettartigen, oft schmuckvoll gestalteten Schwingstock gelegt. Der Stock ist unten in ein Bodenholz eingelassen, das für Standfestigkeit sorgt. Indem das Flachsbüschel Stück für Stück über den Schwingstock gezogen wird, erreicht man mit dem Schlagbrett alle Partien. Also hast du ein Auerfeld? Ja. Oh, Moment, haben wir gleich geschickt. Ich hab Hunger noch fünfmal mit. Halb zwölf. Na, schon wieder Hunger. Und klar, da hast du schon wieder Hunger. Die Hutschen auf dem Tennenestrich bestehen aus den Wirrfasern, die mit der Schwinge herausgeschlagen oder mit den Händen herausgezupft werden. So. So, und nächstes Mal. Wunderbar, hast du das gemacht. Ja. Bitte schön, Schwester. So ein Haar wieder. Ja, das ist zu dick. So. Dann warte mal, langsam. Hi, das Loch hast du behalten. So. So. Die Arbeit. Ja, da hast du mich statt gehen. Ja. Mhm. Ein schöner Blech. Er hat mit viel Zeit zu tun in seinem Leben. Der zum Zusammendrehen weitergereichte Schwingflachs ist frei von holzigen Teilchen und die buschig fallenden Fasern sind nahezu gleichgerichtet. Beim Verschlingen werden die beiden Stränge des Zopfes so fest wie möglich gewunden. Schnäpschen wollen wir trinken, der Dreck nur noch spielen. Genau. Durch den Drall verstärkt man für später die Lockigkeit der an sich strähnigen Fasern, die beim Flachsspinnen von Vorteil ist. Der fertig geschwungene Flachs ist im Vergleich zum Brechflachs heller und seidiger. Vater, komm, gib mal was. Oh, hast du noch eine. Ist ein schöner. Ja. Ein schöner Sattel. Das los nicht richtig. Die Oberkante dieses schmucklosen Schwingstocks hat einen Fortsatz, dessen Krümmung abgebrochen ist.
Indem man den Strang in den Winkel hineindrückt, kann man verhindern, dass er unter den Schlägen aus der Faust rutscht. Die Schwinge, die auch als Schwingmesser bezeichnet wird, ist hier mit dem Namen des Eigentümers gekennzeichnet. Schlagbrett und Handgriff sind aus einem Stück Holz geschnitten. Es fällt auf, dass in der Gemeinschaft auf der Scheunentenne kaum Unterhaltung gepflegt wird, im Gegensatz zum späteren Flachshecheln. Dies hängt wahrscheinlich mit dem lästigen Schwingstaub zusammen. Das Schwingen war bei der Flachsveredelung die unbeliebteste Arbeit. Als nach 1900 Schwingmaschinen aufkamen, gab es auch in Hasselbach Familien, die sich eine solche Einrichtung anschafften. Der Hauptbestandteil war ein mit einer Kurbel angetriebenes, vertikal umlaufendes Rad von etwa 1,50 Meter Durchmesser. Auf seiner Peripherie waren in strahlenförmiger Anordnung schmale Bretter angebracht, die die Arbeit der Handschwingen übernahmen. Der dritte Schwingstock, der hier auf der Tenne in Gebrauch ist, hat oben einen tiefen Einschnitt, in den der Faserstrang zur Bearbeitung eingelegt wird. In der schmalen Öffnung kann man das Bündel leichter festhalten und bequemer weiterziehen. So, wer kann drauf? Ich kann Fleisch brauchen. So. Bevor der geschwungene Flachs aus der Hand gegeben wird, zieht man die losen Fasern ab, die zum Abfall kommen. Beim Schütteln fallen die letzten Reste der holzigen Stängel heraus. So wird Strang für Strang auf dem Schwingstock bearbeitet, bis der ganze Vorrat gereinigt ist. Wenn man auf einem Hof fertig war, zog man zum nächsten um, dessen Inhaber sich an der Werkgemeinschaft beteiligten. Mit den Schwingmaschinen ergab sich die Möglichkeit, die Reinigung der Flachsfasern im Lohnverfahren zu vergeben. Wenn wir fertig sind, dann noch gehäschelt und dann sind wir aber soweit. Ja. Ach, wir machen doch mal die Nase, bitte. Der Schwingabfall oder Hotschenflachs war ein wichtiges Nebenerzeugnis. Die rauen Fasern, die gerne von den Klempnern und Seilern aufgekauft wurden, ergaben das Ausgangsmaterial für Sackleinen, das man in jedem Bauernbetrieb zum Beispiel für grobe Säcke oder Wagenplanen benötigte. Dazu wurde mit dem Spinnrad das Garn hergestellt, das man als Kette und Schuss auf dem Webstuhl zu grobem Tuch verarbeitete. Der in Zöpfen zusammengedrehte Schwingflachs hingegen war noch nicht spinn- und webfertig. Vor der weiteren Verwendung musste er gehechelt werden. Wenn in den Hunsrückdörfern wie hier in Hasselbach bei Kastelaun Mitte November aus dem alljährlichen Flachsertrag beim Brechen an der Feuergrube und beim Schwingen auf der Tenne das gereinigte Fasergespinst gewonnen war, folgte bald mit dem Hecheln der letzte Veredelungsprozess. Auch diese Arbeit wurde von den Nachbargemeinschaften in geselligem Miteinander bei geschlossenem Tor in der Scheuneneinfahrt verrichtet. Ja, ja. Morgen ist ja statt, wenn. Ja, ja. Das geht ja spät dran. Wir haben noch nicht alles gefahren. Ja, mit dem Flachs ist wir spät dran. Ah.
Da ist ja noch immer ein strenger Wind ein bisschen. Ja? Ja, die Haken, sie sind schon lang fast. Dann gilt das ein frühe Wind. Ach ja. Ja. Ich habe schon sie gesehen. Also, willst du auch mal den Forster anrufen, wie der kommt? Geht der auch Holz machen? Ja, allem noch. Was soll man dann brennen, wenn der? Ich gehe auch ein bisschen machen. Wir müssen ja noch Backwelle holen. Ja. Hier sind es vier Familien, die ihre Hechelbänke im Karree mitten auf der Tenne aufgestellt haben. Aber ich werde gesponnen, das soll ich noch tun. Im Januar werde ich Stuhl aufgeschlagen. Ja. Dann werde ich durchgemacht. Ja, ja. Bei den früher üblichen Winterarbeiten schlossen sich in den Adventwochen das Garnspinnen und ab Januar die Hauswebereien an. Das Hecheln der vorbereiteten Faserstränge war auf dem Hunsrück stets Arbeit der Männer. Sie wurden von den Frauen mit den auseinandergedrehten und gelockerten Zöpfen bedient. Ja. Wir werden auch nicht einmal ordentlich gehalten. Nee, ich schlafe doch auch noch die nächste Woche. Aber ich krieg's noch nicht auf. Was hast du da mutig auch gemacht? Auch alle an. Wenn man Geld hat, kann man alles brauchen. Fährst du mit? Ich, ja, Stunde alt auch anzufahren. Ja, das mehr nicht. Da war kein Geld mit auf, da ich noch mal Nein. Das hat nicht mehr gelangt. Der durchgehechelte und erneut fest zusammengewundene Flachs wurde hier als Kären bezeichnet. Der Kernflachs war Ausgangsprodukt für die feinere Leinenweberei. Der Fritzi hat auch nicht mehr an der Christkind geklebt. Und? Das sagt die Mutter so. Der schon nicht an Christkind geklebt, der kriegt schon überhaupt nichts. Ich glaube auch nicht an der Klapperstahl, ich kriege doch hier die alte Schwester. Die Gespräche bei der Gemeinschaftsarbeit, die keine besonderen Erschwernisse bereitet, drehen sich der Jahreszeit entsprechend um den Nikolausmarkt und das herannahende Weihnachtsfest. Ist noch nicht so weit, noch ein bisschen musst du dich gedulden. Mann, wir haben gut hoch. Dann gut, wie ich lehnen will. Ja. Beim Hecheln ist es erforderlich, die Flachssträhnen in der Mitte mit kräftigem Griff zu umfassen. Zwischen den dicht gestaffelten eisernen Zinken bleiben so lediglich die kurzen Fasern hängen, während die langen in der geschlossenen Faust festgehalten werden. Auf diese Weise kämmt man zunächst die beiden Enden des Strangs behutsam aus. Der herausgezogene Abfall, das Wärig oder Werk, ergibt eine spinnfähige Faser von geringerer Qualität. In der Schule hat man eine Schule gefragt, was ist eigentlich scheinheilig? Also, die nimmt das ganze Jahr die Pille und Weihnachten singt sie, ihr Kinderlein kommen. Ja. Geht halt auf. Ich hab schon immer noch die Schnuppe. Und der hat schon noch. Der stippt. Doch, die nächste Schnuppe. Der in der Hand verbliebene, langsträhnige Kern gilt beim aufbereiteten Flachs als erste Sorte. So, fertig. Ja, immer feiner. Gell? Diesen besten Hechelflachs bearbeitet man auf dem gezähnten Brett weiter, um ihn haarfein zu zerteilen und vollkommen gleichmäßig auszurichten. Dabei erreichen die aufgesplissenen Fasern die Feinheit und Geschmeidigkeit, die zur Herstellung eines ebenmäßig dünn gezwirnten Fadens erforderlich ist. Ach, der ist aber doch so lang. Du bist ja abschieren. Ja. Da kannst du spinnen, du Winter. Ja, ja. Der grobe Schwingflachs aus dem geöffneten Zopf, aus dem man das lose Gespinst zur Erleichterung der folgenden Arbeit entfernt, wurde früher vor dem Hecheln vielfach noch mit einem hölzernen Hammer weichgeklopft. Dadurch suchte man den Anteil der ausgekämmten minderwertigeren Fasern zu verringern. So. Der kannst du bei den drehen, der ist gut dabei. Als Kern, der hier gegen Schwingflachs getauscht wird, blieben gewöhnlich zwei Drittel der ursprünglichen Menge. Zum Winden der Kernzöpfe nahm man darum mehrere durchgehechelte Stränge zusammen. Das ist richtig kalte Fies. Also. Schnaps oder schon? Ja. Den haben wir auch noch. Den müssen wir mal trinken.
Bei dieser letzten Arbeit, der Flachsveredelung, bemühte man sich stets um einen möglichst geringen Abfall an Wirrfasern. Erst der glatte, gedünnte Langflachs, der auch als Handelsware geschätzt war und auf den Flachsmärkten gute Einnahmen brachte, lohnte den ganzen Aufwand. Der Erfolg hing weitgehend von der Sorgfalt und Geschicklichkeit beim abschließenden Feinhecheln ab. Bei unfachmännischer Behandlung konnte mehr als die Hälfte herausgekämmt werden. Das ist völlig nicht in der Flachform. Wir haben so eine Karre. Musst du alles jetzt erahnen, wer die waren. Ja, ja. Vor allem dürfte man die Fasern nicht gewaltsam durchziehen. Was hat jetzt der Hilfkrieg gemacht? Weißt du, Die vom Kurzflachs befreiten Büschel werden mit leichtem Schwung auf die scharfen Spitzen der dicht beieinander stehenden Zahnreihen geschlagen und mit den Fingerspitzen der freien Hand vorsichtig niedergedrückt. Dabei gelingt es, selbst die dünnen Bastfasern ohne größeren Verlust mehrfach aufzuspalten. So, der ist fertig. Nächste. Die Frauen, die den kraushängenden Schwingflachs für die Hechel vorbereiten, schaffen die Voraussetzungen für ein gutes Ergebnis. Wenn aus den Strähnen die Wirrfasern ausgezupft sind, müssen sie gründlich durchgeschüttelt werden, sodass sie sich gut lockern. Dadurch finden sie beim Durchziehen geringeren Widerstand in den Zähnen, die infolgedessen weniger Flachs auszustreifen vermögen. Das gibt noch einen ganz schönen Haken hier für die Spinne. Ist gut. Da hat ein paar der Haare, da hat er Beschäftigung. Da kann sich Spinne in die Mitte stellen und dann ran. Aber nicht die Schuhe. Ja. Was als Kern übrig bleibt, ist durch den seidenartigen Glanz gekennzeichnet. Die Bauern auf dem Hunsrück suchten einander mit besonders fein gehecheltem Flachs zu übertreffen. Die aus den schieren Fasern besonders straff gewundenen Zöpfe halten nach dem früher üblichen Maß, das die Frauen beim Umfassen der Stränge ziemlich genau treffen, 110 bis 130 Gramm. 24 Stück hiervon ergaben die als Stein bezeichnete Handelseinheit. Sie betrug 5 Pfund und entsprach etwa der Halbtagesleistung eines Mannes und einer Helferin beim Hecheln. Für den Stein-Kernflachs wurden vor 1900 auf dem Flachsmarkt in Kirchberg bis zu 30 Pfennige gezahlt. So, ja, so, ja. Nicht so dick. Ja, in den Haushalten benötigte man das Gespinst, um die heiratsfähigen Töchter rechtzeitig mit der Wäscheaussteuer zu versorgen, die meist ein Leben lang vorhielt. Das allerhand abfahren, ne? Mhm. Die Hechelabfälle oder das Wärig taugte lediglich zur Herstellung von Küchenhandtüchern, Arbeitskleidung oder Bettsäcken und Mehlsäcken. Aus dem sorgfältig ausgekämmten Kernflachs, der sich zu besonders feinem Garn verspinnen ließ, bereitete man hingegen das beste Linnen für Tischtücher, Servietten, Bettlaken, Unterwäsche, Blusen, Sonntagsschürzen, Männerhemden und Reisekittel. Die Fertigkeit bei der Arbeit mit der Hechel bestimmte nicht nur die Menge des veredelten Ausgangsmaterials, hiervon hing auch entscheidend die Qualität der Endprodukte ab. Obwohl in Haselbach die Zeit des Flachsanbaus seit 1945 vorbei ist, hat sich die erlernte Geschicklichkeit nicht verloren. Insofern ergibt sich ein wirklichkeitsgetreues Abbild des Hergangs. Was den einstigen Verhältnissen nicht ganz entspricht, ist das Alter der Personen. Bei der Flachsbearbeitung waren früher überwiegend die jüngeren Leute tätig. Ja, da hat der Fritz hier, der hat schon 5 Geschwister. Und da haben sie noch einmal einen kleinen Brüderchen gekriegt. Da sagt die Nobelsfrau, ey Fritzi, du hast ja noch einmal einen kleinen Brüderchen gekriegt. Ey, ja, Sarah. Ey, sag die Frau, bist du danach froh damit?
Ach, ach ja, Sarah, so. Man hätte aber andere Sachen gehabt, die wären notwendiger gewesen. Komm, dann wäre gut. Ja. Du, dann lass aber struppig. Struppig, Kerl. Das ist ein lockiger Haar drin. Ja, der Fritzi, der kam hin, da sagt seine Mutter, wo warst du denn? Ich war Spieler gewesen. Ich wo dann? Ich war ein Schusterfranz, sagt er. Sagt seine Mutter, du lieber Gott, ich hatte doch ein Haus voll Besuch. Du kamst da sicher ganz ungelegen. Nein, nein, sag ich, die Bas hat gesagt, du hast das Grad noch gefehlt. Die spaßigen Stückelscher erinnern daran, dass es bei den Burschen und Mädchen auf der Tenne mitunter recht lustig zuging. Bei den Bauern auf dem Hunsrück gab es gewöhnlich nur eine einzige Hechel. In den alten Textilgebieten am Niederrhein, wo die Gespinstpflanze vor Aufkommen der Baumwolle in größerem Rahmen angebaut wurde, kannte man als Abzugs-, Grob- und Feinhechel mehrere Arten, die sich durch die Zinkenabstände unterschieden. Hiermit konnte man das Aussondern der Kurzfasern vom Gleichrichten und vom Aufspleißen trennen. Die Arbeit mit dem unspezialisierten Hunsrückergerät war erheblich schwerer zu erlernen. Der Schulmeister an der Schule, die Kinder versucht zu belehren und aufzuklären, was Anstand ist und wie sie sich so benehmen haben. Und da waren sie auch unter anderem dort dran, wenn ein Leichenzug verstorben geht. Dass man dann, wenn man an dem Leichenzug vorbeikommt, dass man dann muss stehen bleiben und muss die Kappe abziehen. Ja, und wie er dann das alles so auseinandergerufen hat, weshalb und warum. Und da hat er nachher nochmal eine Stichprobe gestellt und hat der Fritzi gefragt, warum muss man sich dann eigentlich so verhalten bei der Beerdigung. Und da hat der Fritzi, der hat dann gesagt, ja, es könnte ja sein, dass in dem Sarg ein Lehrer liegt. Sonst hätte er die Gab nicht abgedrückt. Der ausgehechelte Kern wird bis zur weiteren Verarbeitung in frisch gewaschenen Leinensäcken verwahrt, ebenso die Wirrfasern des Werks. Hecheln bedeutet im übertragenen Sinn, die eigenartigen Züge einer Person im Gespräch herausheben. Dies entspricht dem Hergang beim Auskämmen der Flachsstränge. In guten Flachsjahren mit reichlicher Ernte zog sich das Hecheln auf der Scheunentenne bis Anfang Dezember hin. Im Advent schlossen sich in geheizten Räumen die Spinnstubenabende an. Dann kamen bis Weihnachten die Mädchen mit ihren Spinnrädern in wechselnden Häusern zu geselligen Arbeitsrunden, dem sogenannten Maien, zusammen, an dem sich zu vorgerückter Stunde auch die jungen Männer beteiligten.